Grüß euch, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind zurück in Horizon Zero Dawn mit Aloy, die in der letzten Folge erfahren hat, hier im Heiligen Berg, wo wir drin waren, oh, dieses Viech da oben drauf, dass sie nur zu dem einen Zweck hergestellt wurde von Gaia, um Hades aufzuhalten, weil es irgendwie einen Fehler gab zwischen diesen beiden KIs und so konnte Hades die Oberhand über Gaia bekommen. Und ich laufe jetzt da gerade nochmal zurück, weil Toddy mir einen Hinweis gegeben hat, dass es dort oben ein Teil für eine richtig geile Rüstung geben soll. Komm, gib mal her. Das nehme ich für unterwegs mit. Genau, immer mitnehmen. Ihr auch. Es geht um die Schildweberin-Rüstung und ich meine, ich hätte da schon mal irgendwann eine Quest bekommen. Alleine wäre ich da nicht drauf gekommen. So, mal gucken. Keine Ahnung, wo das sein soll. Guck mal eben durch. Also ich habe da irgendwo was gesehen. Altes Waffenlager. Energiezelle. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Schildweberin-Outfit-Kiste. Liegt in einer Ruine der Alten, gut zu sehen, aber außer Reichweite. Ja, komm, zeig doch mal her, wo das ist. Aha. Da ist es also. Kommen wir da hoch? Aha. Hier. Und ich bin gerade hier. Also da soll ich wohl hin und diese Rüstung abgeben. Diese Energiezellen, die ich dafür sammeln muss. Genau, und warum ich jetzt hier bin. Komm, geh mal raus da, Junge. Toddy hat gesagt, da oben in diesem Heiligen Berg, da gibt es Lüftungsschächte, in die ich reinklettern kann. Und da finde ich so eine weitere Energiezelle. Und wenn ich schon hier bin, dann mache ich das auch. Ich bin sonst wirklich nicht so der Equipment-Sammler. Grinder und was weiß ich, Instanzenlaufer, um das Zeug alles noch zusammenzusammeln. Aber, oh Gott, die Sonne geht unter. Oh, ist so schön. Oh, ist hier oben das Ding. Ein Riesenteil. Gut, aber es ist mehr, glaube ich, eine Schatzsuche als Grinden. Also gehen wir da rein und gucken mal. Meine Neugierde ist geweckt. Wir machen diese Folge mehr so ein bisschen Schatzsuche. Ich wollte eigentlich auch noch... Aha. Gott! Guck dir das mal an hier. Hier liegt überall dieser Metallteufel hier. Ich nehme an, das sind zwei. Ja, müssen wohl zwei sein. Aber hier liegt er irgendwie verteilt. Das ist der... Achso, Urmutter... Eluthia. Da waren wir wohl drin. Hier unten. Ja, ich dachte, ich hätte mal irgendwo so eine Höhle gesehen. Ja, das wird die wohl gewesen sein. Ruinen. Ah, hier soll wohl noch so eine Energiezelle drin sein. Das ist die Höhle, in die Aloy als kleines Kind reingefallen ist. Da müssen wir also nochmal rein. Ich denke, das schauen wir uns mal an. Irgendwo gab es auch noch ein Panorama zu holen. Achso, das ist dann... Achso, das ist dann weit im Norden. Sehr weit. Ach, da oben war das. Ja, okay. Also wir haben wohl einiges zu tun hier noch. Da ist doch eine Höhle, liebe Leute. Die hatte ich gemeint. Da müssen wir auch unbedingt mal reingehen. Ich nehme an, das steht miteinander in Verbindung. Da ist wohl der Eingang für diese Energiezellenquest. Okay, gut. Ich bin im Bilde, liebe Leute. Wir gehen jetzt hier rein und gucken nach dieser Energiezelle. Und ja, mal schauen. Ich nehme an, ich suche mir hier den Hintern ab und werde nichts finden. Weil ich so gerne Sachen übersehe. Nein, geh weg. Ich will mit dir nicht reden. Lüftungsschächte. Toddy hat gesagt, hier im öffentlichen Teil des Heiligen Berges. Das heißt, wir müssen nicht nochmal da in diese Höhle rein. In diese Gaia-Eluthia-Höhle. Ach komm, die reden alle über mich. Das ist ja wohl nicht wahr. Ach, guckt euch das mal an. Das sind diese alten Türen hier. Türen der Alten. Die hier noch geöffnet ist. Oh Gott, das ist ein wahres Labyrinth. Da hätten wir zum Beispiel so einen Lüftungsschacht, glaube ich. Ist einfach zu. Da kann man nichts machen. Ist zu. Mal gucken, vielleicht sieht man da irgendwas. Bunkertür. Verschlussintegrität erhalten. Ja, das sieht man. Da ist wohl nichts zu machen. Aber gut, das müssen wohl diese Lüftungsschächte sein. Komm, krabbel mal. Aha, ich habe sie gefunden. Also nehmen wir an, dass hier seit, weiß ich nicht, Jahrhunderten Menschen leben und die sind hier nie reingeklettert, um diese Energiezelle zu finden. Aber es stehen Kerzen da. Gucken wir mal. Ach! So sind wir das Ganze umgangen hier. Was haben wir da? Ach, da ist sie schon! Immer mehr Energiezellen.
Wozu sind die gut? Wozu sind die gut? Für die Schildweberin-Rüstung. Das klingt irgendwie so nach Spinneweben. Aber ich bin gespannt. Ja, hier war niemand drin. Hat niemand gedacht, ach ja, komm, Energiezelle kann man bestimmt irgendwie auseinandernehmen. Tja, na gut. Also, so gut, so schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt in diesem Labyrinth hier, in diesem heiligen Berg, so schnell darauf stoße. Aber es ist ein gutes Omen. Ich würde sagen, damit machen wir weiter. Wie quietscht hier alles? Kracht das Ding zusammen oder was? Ich glaube, wir gehen auch gleich wieder. Die sind mir hier zu religiös drauf. Mist, ich habe mich verlaufen. Huch, Kinder. Was ist das für einer da hinten? Ich sterbe. Oh Gott. Meine Tante sagt, Urmutter hat dich geschickt, um uns zu retten. Warum bist du nicht früher gekommen? Weil halt, kein Bock. Oh mein Gott, liebe Leute, ich habe mich komplett verlaufen hier. Aber es ist eigentlich interessant, hier mal in diesem heiligen Berg drin zu sein. Geht ihr mal zur Seite alle, meine Güte. Und vor allem zu sehen, dass da manche Türen noch intakt sind. Auch wenn sie die Gesalbte ist. Naja. Oh mein Gott. Ich fürchte, ich werde hier verhungern. Ich finde nie wieder raus. Da liegt auch einer im Boden. Oh Gott. Okay, ich glaube, das ist der Ausgang hier. Ich hoffe es. Gehen wir da mal hin. Die Urmutter hat sie zu uns geschickt. So ist es. Oh, Junge! Ich hasse es nicht. Ihr macht mich krank. So, sind wir jetzt... Oh, komplett falsch. Falsche Richtung. Kein Wunder. Oh mein Gott, das ist ein Labyrinth hier. So, jetzt sind wir hier. Da könnte... Das ist der falsche Ausgang. Das ist, glaube ich, eher der richtige Ausgang. Wunderbar. Ja, ich hab's geschafft. Unfassbar. So, die Nacht kommt. Warum ist dieses Ungetüm? Ja, krass. Gut, also, nächstes Ziel. Hier konnte man mal hingehen. Einfach um zu gucken. Stimmt gar nicht, liebe Leute. Ich wollte hier hin. Ach Gott, da sind wir schon. Da gehen wir rein und gucken nach dieser Energiezelle. Da habe ich anscheinend schon 4 Stück beisammen. Wobei ich nicht weiß, wo man die sieht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Teile jemals gefunden habe. Ach, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Wenn ich das Zeug finde, ist gut. Ah, junge Dame. Wenn nicht, dann eben nicht. Also für mich ist immer noch nicht ganz klar, liebe Leute, wie das alles zusammenhängt. Irgendwie hat ja schon ganz am Anfang alles nicht funktioniert. Also 200 Jahre, nachdem die Welt kaputt war, im Prinzip, oder 300 Jahre, wurden diese ersten Kinder, diese ersten Urmenschen dann entlassen. Hier aus Illuthia. Und danach war 700 Jahre Ruhe, bis Hades durchgedreht ist. Aber warum haben die nicht mitbekommen, was passiert ist? Warum haben sie dieses Apollo-Programm nicht genießen können? Da, hier ist diese Höhle. Da bin ich reingefallen. Wollen wir mal reinfallen. Da gehen wir noch mal rein. Mittlerweile kann Elo gut auf sich selbst aufpassen. Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Mal sehen, was ich finde. Ja, na gut. Gucken wir mal, was wir finden. Eine Energiezelle hoffentlich. Das war ja ein leichter kleiner Spoiler von Toddy. Aber ist in Ordnung. Es geht ja nicht um die Story. Und er hat vorher gefragt, ob er mich spoilern darf. So, also... Hier kennen wir eigentlich schon alles. Oh Gott, da liegen sie. Ich erinnere mich. Ich finde es immer noch irgendwie krass, dass die so lange da irgendwie mumifiziert rumliegen. Ja, gut. Hinter irgendwelchen Stalagmiten. Soll ich wohl weiterkommen können? Ah, das ist ein Labyrinth ohne Leichen hier. Oh mein Gott. Also, ich glaube, da werden wir uns eine Weile aufhalten müssen. Von hier bin ich gekommen. Oder von hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird schrecklich. Aha! Da kann es sein, dass es da weitergeht. Nee.
Da kommen wir nicht weiter. Ah, ist auch nicht. Na gut. Egal, weiter geht's. Aber hier, da kann es weitergehen. Nein, auch nicht. Na, also ich weiß nicht, theoretisch könnte es sein. Man sieht hier nichts wegen dieser blöden Blume. Ach, blöde Blume, geh weg. Ich will die gar nicht sehen. Machen wir die Blume mal aus. So. Theoretisch geht es da ein bisschen weiter. Praktisch komme ich da nicht rein. Totti hat gesagt, ich muss die Stalaktiten kaputt machen. Was sehr schade ist. Aber hier, gut, da ist nichts zu machen. Tür aufstemmen. Ah ja. Das konnte Klein Aloy auch noch nicht machen. Da haben wir schon was Neues. Ich betrachte das alles hier als Schatzsuche. Aha, und da waren wir noch nicht. Ich habe schon wieder komplett verloren, wo wir hier unterwegs sind, wo ich war, wo ich hin könnte. Aha, neue Informationen. Aha, aber das könnte doch sein, oder? Ey. Ey, wo ich älter bin. Gefunden. Ja, älter werden ist so schön. Gut, da haben wir noch neue Informationen. Direktor Evans, Eilmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Zum Betrachten. Okay, also hier, denke ich, bin ich durchgegangen als Kind. Da haben wir einige Türen aufgemacht. Gut, gehen wir erstmal hier weiter. Da liegt das Teil auch schon. Kommen wir mal durch. Eine Truhe. Vorratskiste. Mit lauter Zeug der alten Sachen, die man braucht, wie Reinholz, Metallscherben, Echohülsen. Ich habe schon zu viel dabei. Ja, ja. Ist schon gut. Denk dir nichts dabei, Aloy. Eine Energiezelle wie die, die ich schon gefunden habe. Ich muss dieses Rätsel lösen. Oh. Alles Gute hat ein Ende. Okay, das wollen wir mal angucken. Da sind wir. Von Direktorin Evans an alle. Betreff alles Gute dann Ende. An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind. Die Vegeta-Linie ist gefallen und unsere Position wird in weniger als 24 Stunden überrannt werden. Wie Sie sicher verstehen werden, steht kein Abtransport zur Verfügung. Es steht Ihnen frei, die Anlage zu verlassen und Ihr Glück zu Fuß zu versuchen. Schleuse 2 wird um 21 Uhr entriegelt und bleibt dann 15 Minuten geöffnet. Viel Glück. Für diejenigen unter uns, die nicht auf der Flucht sterben wollen, findet um 22 Uhr eine Versammlung im Gemeinschaftsraum statt. Schwester Chana wird geeignete Mittel zur Verfügung stellen. Ich möchte betonen, wie stolz ich auf jede einzelne Person bin, die hier gedient hat. Es ist wichtig, daran zu denken, dass unser Opfer nicht vergeblich sein wird. Ich hoffe, das macht die Sache etwas leichter. Seit Monaten unterschreibe ich meine Nachrichten mit Direktorin Evans oder Evans, aber ich glaube, wir können diese Formalitäten jetzt bleiben lassen. Hochachtungsvoll, Ellen. Okay. Damit verstehen wir, was hier passiert ist. Die Leute, die da hinten überall mumifiziert rumliegen, haben nicht auf den Tod gewartet im Sinne von irgendeiner Katastrophe, sondern sie haben sich alle zusammen umgebracht. Krass. Oh Mann. Krass, krass, krass. Gut, ich glaube, hier sind wir fertig. Oh Mann, oh Mann. Gut, ich muss mal kurz gucken auf die Karte, ob wir den Raum sehen konnten. Wir konnten ihn sehen. Ja, ich denke, wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Ich denke, wir finden da hoffentlich irgendwie einen Ausgang, wo wir da rein können. Da haben wir den Fokus gefunden. Ich kann mich gut erinnern. Ich habe mich verlaufen, liebe Leute. Hilfe! Wo bin ich hier? Was war das nochmal? Holoschloss. Haben wir, glaube ich, alles schon gemacht. Ich weiß nicht, ob wir hier wieder
weitergehen können und da dann rauskommen. Ich meine, dass Vater Rost mich gerettet hat als Kind. Ich weiß nicht, ob ich da alleine hochkomme. Und ich weiß eh nicht, wo das ist und ich habe mich verlaufen. Und Hilfe, ich werde hier sterben. Da geht's wohl raus. Aha. Aha! Noch was Neues. Kennen wir auch noch nicht. Was sind das lauter Fledermäuse hier? Hier gibt's nix. Komm da runter. Vorsicht, Edel. War das so gewollt? Wollten wir hier hin? Ich habe keine Ahnung, wo es sind. Hilfe! Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Doch, doch, doch. Hier bin ich lang gelaufen. Alter! Sind die nicht ganz dicht, diese Freaks? Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich beim ersten Mal da durchgelaufen bin und gedacht habe, oh, wir sehen die Sterne. Vielleicht wurde nur hier hochgeholt. Vater Rost. Wie ich beim ersten Mal dachte, oh mein Gott, wer weiß, was jetzt hier für Maschinen drin warten, was für Ungeheuer. Ihr nagt mich nicht nochmal, blöde Viecher. Also hat dieser Pharaoh aber echt beste Arbeit geleistet hier. Oder was? Er hat es geschafft, mit seinem Fehler der Entwicklung von Robotern, die biologisches Essen, biologische Material... ärgerlich! Herzinfarkt! Ja, er hat es geschafft, mit seinem blöden Fehler die gesamte, nicht nur die gesamte Menschheit, sondern den gesamten Planeten zu zerstören. Nicht übel. Blöden Viecher hier. Wo bin ich hier? Bin ich jetzt hier im Gebiet, das ich schon kenne? Ja, hier bin ich runtergesprungen vorhin. Blöde Viecher da. Wo komme ich her? Hilfe! Ich will hier wieder raus aus diesem grauenhaften Grab. Wo alles gleich aussieht. Lass mich vorbei! Ach, blöder Schrotthaufen hier. Na gut. Ich bin sowas von verloren hier. Ich bin komplett verlaufen. Nicht die geringste Ahnung, wo ich schon war. Da war ich schon. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da hinkomme. Die Vögel zwitschern so sehr, als wollten sie mich verspotten. Kann ich da irgendwie hochspringen? Ansonsten muss ich ja wieder zurück zum Anfang laufen und gucken, ob ich wieder da hoch kann, wo ich runtergefallen bin. Hier scheint es nicht lang zu gehen. Ja, keine Ahnung, ich finde es nicht, liebe Leute. Ich gehe wieder zurück zum Anfang. Oh, warten. Ich versuche wieder zurück zum Anfang zu gehen in der Hoffnung, dass ich da wieder raus kann. Ansonsten bin ich leider verloren. Ja, da kommen wir hoch. Oh mein Gott, so eine Sucherei hier. Hilfe, zurück ins Licht. Oh, jemand sollte mal ein Geländer hinbauen, dass da keiner auszusehen reinfällt. Geschafft. Okay. Wunderbar, liebe Leute. Gut, haben wir das auch gemacht. Dann gehen wir mal in diese Richtung, entdecken diese Höhle. Und dann begeben wir uns wieder auf den Weg Richtung Norden. Liebe Leute, wenn ich gerade die Karte anschaue, dann sehe ich, dass hier oben noch vieles nicht entdeckt ist. Hier war ich anscheinend noch nie. Die ganzen Feuer habe ich hier noch nicht entdeckt. Ich bin ja noch nie lang gelaufen. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche schönen Quests.
Das ist die nächste Quest, die nächste Hauptquest. Ja, und da gehen wir dann da so da hoch. Wunderbar. Ich denke, das klingt wie ein guter Plan. Hier gehen wir mal hin, um es gesehen zu haben. Ach so, nein, hier ist noch eine Quest, die holen wir zuerst ab. Ich denke, es ist aber auf jeden Fall gut, jetzt einen Plan wieder zu haben. Nimm doch. So, komm schon. Das nehme ich lieber mit. Jo. Diese Aloy, alte Ruinenkletterin hier. Was? Was ist hier schon wieder los? Wer hat sich schon wieder verlaufen? Findet seinen Speer nicht mehr, seinen Ring der Oma verloren. Gucken wir mal. Unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass all diese Menschen, die hier leben, alles Nachfahren sind von so ein paar Urmenschen, die in diesen Eluthia Geburtsstätten da gezüchtet wurden. Unvorstellbar. Na du, was machst du da? Wie geht's? Brauchst du Hilfe? Urmutter sei Dank. Die Gesalbte. Das ist nicht nötig. Sag mir, was dich bedrückt. Mein Bruder Brom. Er war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen. Ist er nicht? Sein Lager war verlassen und voller Blut. Oha, das klingt nicht gut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Ja. Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Ja, na gut. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Verstehe. Dann such doch. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Passiert. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Oh Gott, er ist durchgeknallt. Die Stimme der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Na gut, dann gucken wir nach dem Bruder, nach dem irren Bruder. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Okay. Gucken wir mal, wo das ist. Der Stufe 4. Ach Gott. Okay, Brom. Na gut, dann schauen wir mal, wo das ist. Nein, nicht. So, zack mal an. Oho. Das ist natürlich ein Stück in der absolut falschen Richtung. Aber ist egal, liebe Leute. Wir haben ja keine Eile. Wir gehen da jetzt mal hin. Eine Stufe 4 Quest kann man sich schließlich schwerlich entgehen lassen. Moment, was machst du da, Aloy? Na komm, spring. Ja. Ach Gott. Ach Gott, Schockfalle drauf. Ach du armes Ding. Ey, er hat's
geschafft, trockenen Fußes über einen Fluss zu kommen. Hat man sowas jemals schon gesehen? Unfassbar. Oh, die schreddern da hinten schon wieder irgendwas. Mann. Was da für Kämpfe im Gang gewesen sein müssen mit diesen Riesenviechern. Unglaublich. Vorsicht da unten. Ich glaube, von hier kommen wir doch. Aloy hat doch, glaube ich, da oben irgendwo gewohnt. Ich meine, hier sind wir ganz am Anfang rübergekommen. Über diese Brücke. Lang ist her, es fühlt sich an wie so ein halbes Leben. Komm, lass los. Ah. Boah, da hinten ist aber ein toller Wasserfall. Da. Wahnsinn. Schön. Da haben wir so ein paar Wächter. Oh Mann, der arme Kerl. Hat nichts zu melden. Ach, da ist das Lager. Das muss Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Okay. Gut. Dann. Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Du meine Güte, hat da. Ist da jemand abgeschlachtet worden? Ist ja der Hammer. Wächter. Da, irgendwas. Kürzlich gelöschte Asche. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Dann gucken wir doch mal. Da klettert er hoch. Wem gehört dieses Messer? Ja. Das untersuchen wir jetzt mal. Hat jemand Brom damit angegriffen? Man wird sehen. Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Da, ein Eimer. Ein Eimer? Na, den untersuchen wir jetzt mal. Mit Blut drin. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Was? Jemand trägt da Blut durch die Gegend? Die Spur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Ja, dann. Da geht's weiter. Gabelt sich das? Achso, hier geht's lang. Den ganzen Weg wieder zurück. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Nee. Eieieiei. Ah, nein. Nein, du blödes Ding. Noch einer. Zwei an der Zahl. Ah, hör da mal auf, wegzugucken, du blödes Viech. Echt. Legt euch nicht mit Tante Aloy an hier. Das werde ich noch brauchen. Macht das mit links. Ich weiß noch, wie ich so überrascht war, dass diese Wächter im Prinzip mit einem Schuss erledigt werden können. Ich dachte, ja, das wird jedes Mal so ein epischer Kampf wie gegen so einen Donnerkiefer mit so einem Wächter. Ganz am Anfang. Ich war ja so schüchtern. Tja. Das ist
Verrückt. Echt verrückt, ob ja. Das Blut im Lager, wo, falls Brom das war, ha. Warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Tja, das ist eine gute Frage. Folge den Spuren. Was haben diese Plünderer denn da? Au! Du meine Güte. Junge, Junge. Na gut. Boah, die hätte ich mit Level 4 erledigen sollen. Oh je. Aha. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich soll. Hat ihn erledigt. Okay. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Vielleicht habe ich einen Zwillingsbruder. Eieiei. Einer nach dem anderen. Aha, da geht's hoch. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Warum, warum, warum? Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Ich weiß es nicht. Kannst du mir nicht vorstellen, was da passiert ist? Wie weit ist das denn noch? Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Der ist halt ein bisschen durchgedreht. Glaube ich. Der spricht von Stimmen und da weiß man nie, was mit den Leuten ist. Wenn du es nicht versprichst, springe ich. Oha. Der arme Kerl. Ah. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ach komm, lass doch! Ich bring mich um, bevor ich dir weh tue! Was ist denn los, Junge? Komm! Ich schwör's! Ich bring mich um! Mit wem redet ihr eigentlich? Ich bring mich um, bevor ich dir weh tue! Du bist kein Geist! Nee. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich... Ich nachdenken muss. Ich. Oh Gott. Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Psychiatrie, Psychiatrie. Komm näher, da muss ich nicht so brüllen. Wir sind einfach ein bisschen fies. Du bist ein guter Zuhörer. Also hör mir zu, wie du den anderen zuhörst. Sie sagen, ich soll nicht hinhören. Aber Olara sagt immer, wenn ich den Sprecher sehe, wäre es okay. Na gut, ich höre dir zu. Oh Gott, er ist so fertig. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Ob er wohl irgendwo einen Fokus versteckt hat? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Sie wird doch gefolgt. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist.
Oh nein! Kein Problem! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir. Was passiert hier? Was ist hier los? Kannst du ihm helfen? Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Er braucht dich. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Oh Mann. Da grinst sie. Ich hätte ja gerne mehr über die Vergessenen erfahren, was das für Stimmen sein sollen. Was da wirklich passiert, das hätte ich wirklich gern gewusst. Gut, also hier sind wir durch, liebe Leute. Wunderbar. Ich suche gleich mal das nächste Ziel aus. Wir wollten Richtung Norden dahin gehen. Und liebe Leute, für heute machen wir schon wieder Schluss. Ich suche das nächste Lagerfeuer auf. Und da darf Aloy sich ihren wohlverdienten Schlaf für die Nacht holen. Mehr oder weniger. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zuschaut. Ich freue mich sehr. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir finden unseren Weg irgendwie durch die Landschaft Richtung Norden. Und irgendwann geht es weiter mit der Hauptquest. Dann müssen wir gegen Hades antreten. Ich bin sehr gespannt. Also, habt doch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Eure Lucida. Tschüss.